Ja, moin zusammen. Gruß in die alte Heimat. Bin ja auch aus Dortmund, beziehungsweise gebürtig aus Dortmund. Schrägstrich, bin da aufgewachsen. Ja, ihr habt gerade eine Pumpe zerlegt. Tuning. Ja, das hier sind jetzt fast baugleiche Pumpen, die beiden hier. Ich beschäftige mich in erster Linie mit Land Rover. Das ist ein TDI, der 2,5 Liter. TDI. Tuning bei diesen Pumpen ist gar nicht mal so schwierig. Hier sieht man so einen Tuning-Pin. Immer auf Qualität achten. Sonst laufen die Dinger ein. Ich versuche das mal zu zeigen. Ja, wie man sieht. Der Pin frisst da ganz schön drin, wenn die Oberfläche eine bescheidene Qualität hat. Sollte man also in guter Qualität nehmen. So, was macht dieser Pin? Dieser Pin ist ausgelegt. Bei den AAZ-Motoren muss ich einfügen, ich habe ein paar T3-Busse in der Kundschaft. Da habe ich den Serienpin mit der Flex nachgeschliffen und dann poliert, um ein bisschen weiter nach hinten zu kommen, nach innen zu kommen. Dieser Pin, der hier unten abtastet, gibt mehr Fördermenge frei. Klar, ne? Ladedruckanreicherung kommt hier rein. Ne? Ladedruck wird beaufschlagt, kommt hier drauf, geht auf diese Membran. Diese Membran wird nach unten gezogen und der Pin kann weiter ausrücken. Reichert damit den die Fördermenge an für den Ladedruck. So, Tuning bei diesen Dingern. Man macht hier einen Punkt und auf diesen sogenannten Star Wheel, auf diesen Zahnrad, macht man einen Punkt. Dann verdreht man das Zahnrad. Das ist für die Federvorspannung. Ja, hier sitzt ja eine Feder drunter. So, die Federvorspannung reduzieren wir. Damit, dass wir das eine Dreiviertelumdrehung runterdrehen. Das Ansprechverhalten wird besser. So, und dann kann man sehr eindeutig sehen, eine Viertelumdrehung, eine halbe Umdrehung, Dreiviertelumdrehung. Also bis der hier ist, auf der Höhe der Ladedruckanreicherung, wo die reinkommt. So, dann haben wir die Federvorspannung reduziert. Dann sitzt da drin ein Nylonring. Der ist bei euch noch auf kompletter Dicke, habe ich gerade gesehen. Und zwar reduziert ihr den um die Hälfte, damit der Aufschlagpunkt bzw. der Endpunkt etwas tiefer liegt und ihr in den Tuning-Bereich sozusagen überhaupt erst reinkommt. Ansonsten kommt ihr nicht da rein, bzw. der Tuning-Kolben wird nicht weit genug reingezogen. Wie gesagt, halb reduzieren, abschleifen reicht vollkommen. So. Die Feder habe ich noch nie gewechselt, ehrlich gesagt. Ich habe immer die Serienfeder genommen. Reicht eigentlich auch vollkommen, wenn man das hier anpasst. Dann gibt es hier, die kennt ihr, die ganz normale Schraube zur Erhöhung der Fördermenge. Hier ist serienmäßig, beim Land Rover ist serienmäßig da eine Blombe drauf. Die wird mit einem kleinen Schraubendreher aufgemacht. 13er Mutter. Eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn und dann wieder versiegeln. Mehr als eine halbe Umdrehung sollte man nicht machen ohne Ladeluftkühler. Mit Ladeluftkühler, der AAZ läuft sowieso grundsätzlich thermisch an der Grenze. Also ich empfehle einen Ladeluftkühler und die halbe Umdrehung beizubehalten. Jetzt könnt ihr den Ladedruck anpassen am Turbolader. Ja, ich habe den Turbolader jetzt vom Land Rover hier. So. Hier geht praktisch die Leitung weg, die oben in die Ladedruckanreicherung praktisch reingeht. Ja. Ja, hier geht die nicht rein, die geht natürlich in den Deckel rein. Ne? Ich habe jetzt nur als Beispiel hier reingesetzt. Also der Ladedruck des Turboladers steuert quasi die Membran. So. Ja, das ist eigentlich alles.
Wie ein Turbolader mit mehr Ladedruck versehen könnt, wisst ihr selbst. Habe ich ja gesehen. 75 PS haben wir serienmäßig beim AAZ. Ich habe bei dem T3 knappe 94 PS geschafft. Standfest. Hinten im T3 in der letzten Belüftungs. Na, dieses Gitter hinten. Da ist ein Ladeluftkühler reingekommen von Opel Astra. Das passt so ganz gut. Im Golf ist natürlich mehr Platz. Ich würde da eventuell ein bisschen mehr Ladeluftkühler nehmen. Allerdings auch nicht zu groß, weil die Luftmenge muss auch irgendwie bewegt werden, ne? Bei dem kleinen Turbolader schwierig. Ja, also ich fahre den Land Rover serienmäßig, hat der 113 PS. Ich fahre den mit knappen 140, 150 PS, mit einem großen Ladeluftkühler. Groß ist, ne, verhältnismäßig ein schneller Ladeluftkühler. Ja, das ist nicht unbedingt die Größe, die da die Leistung macht, sondern die Geschwindigkeit, wie ich die kalte Luft da durchkriege in den Motor. Ich kann natürlich auch einen riesen Klopper da dran setzen, aber mit dem kleinen Lader, habt ihr jetzt gerade gesehen, ist nicht wahnsinnig groß. Kriege ich nicht so viel Luft durch die Gegend transportiert. Also habe ich lieber einen Turbolader, ach, einen Ladeluftkühler genommen, der schnell ist. Vom Luftaustausch her. Ja, geht ganz gut. Man kann immer 3,5 Tonnen damit ziehen. Macht keinen großen Ärger. Ja. Sehr standfest. Ja. Das ist das zur Pumpe. Dieses Zahnrad ist für die Federvorspannung. Ja, Star Wheel nennt sich das in Land Rover Kreisen. Ja. Und der Tuning Pin, wie gesagt, auf die Qualität achten. Die Oberfläche ist dieser Pin da unten drin, der ist ganz schön aggressiv. Ich habe hier einen guten halben Millimeter Materialabtrag. Nicht witzig. Ja, das ist ja. Also von den Pumpen habe ich tonnenweise. Ich arbeite die ganze Zeit mit den Dingern. Ich beschäftige mich eigentlich nur mit Diesel. Die Pumpe abdichten und in irgendeiner Weise bearbeiten, dafür gibt es Bosch-Dienste. Vergesst es. Der Bosch-Dienst kann das einfach besser, die kennen sich mit den Dingern aus. Ich habe so ein Ding mal zerlegt, habe es versucht abzudichten und ich habe es abgebrochen. Das funktioniert nicht. Blöde Idee. Ne? Das ist einfach nicht gut. Das geht auch nicht gut. Ja. Ich wollte mal ein Video dazu machen, bevor ihr da komplett verzweifelt, was das hier oben alles bedeutet. Ja, der Pin gibt Fördermenge frei. Mehr Fördermenge, Ladedruckanreicherung. Okay. Viel Spaß noch mit dem Motor und mit der Einspritzpumpe vor allen Dingen.